Wenigstens ein Trost war uns bislang gewiss. Die Alleinschuldigen für das Jahrhundertverbrechen des 11. September schienen schnell ausgemacht. Osama bin Laden und die von ihm ferngesteuerten Hijacker. Der Krieg gegen den islamistischen Terror konnte beginnen. Die Begleitumstände des Frevels hat eine von der US-Regierung eingesetzte Kommission eingehend untersucht. Doch ein streitbarer Publizist aus Deutschland stellt nun unangenehme Fragen. Matthias Bröckers hat Zweifel an der offiziellen Version des Tathergangs. Ich behaupte, jeder Mensch, der Sine Irait Studio sich eine Stunde mit diesen Dingen beschäftigt, kann nur dasselbe feststellen, dass diese Geschichte von vorn bis hinten nicht stimmen kann. Wie kommt Bröckers auf so eine kühne Idee? Er hinterfragt und zerpflückt Dutzende der vorgelegten Beweise. Ihm kommt vieles seltsam vor. Der Flug in den Nordturm wurde, so heißt es, von Mohammed Atta gesteuert. Der Ägypter, der vor dem Anschlag in einer Hamburger Terrorzelle lebte, habe allzu auffälliges Indizienmaterial hinterlassen. Nach 2 Tagen wurden dann die definitiven Beweisstücke in Boston am Flughafen entdeckt. 2 Koffer oder Taschen von Mohammed Atta, die versehentlich als einziges Gepäckstück dieses ganzen Flugs nicht mit an Bord gekommen waren. Und in diesen Taschen finden sich denn abenteuerliche Materialien, wie zum Beispiel sein Testament, wo man sich fragt, ja, wenn er das wirklich als Testament verstanden hat, warum nimmt er es dann mit einem Flugzeug, in dem er dann verbrennt? Das ist völlig grotesk und absurd. Und von daher musste man von Anfang an Zweifel hegen, dass diese Beweise wirklich echte Beweise sind. Sie haben allen Anschein, dass es gelegte Beweise sind, also Fundstücke, die gefunden werden sollten. Und Bröckers fragt weiter, wieso ist hier am 11. September noch ein 3. Tower eingestürzt? Wieso konnten die Terroristen ungestört nach Amerika einreisen? Sein neues Buch stellt keine verwegenen Theorien auf, sondern verweist auf viele Ungereimtheiten. Wieso blieb Präsident Bush, soeben von den Anschlägen informiert, seelenruhig sitzen bei den Schulkindern in Sarasota? Wieso kollabierten an diesem schwarzen Tag nicht nur Türme, sondern auch noch die Landesverteidigung einer Weltmacht? Warum vor allem wurden zentrale Zeugen niemals von unabhängigen Ermittlern vernommen? Wir haben zum Beispiel den Kronzeugen der Täterschaft von Bin Laden, das ist Khalid Sheikh Mohammed. Er ist angeblich in Guantanamo und auch noch in anderen Gefängnissen verhört worden, verhört in Anführungszeichen. Man hat ihn insgesamt 183 Mal mit Waterboarding gefoltert und dann am Ende angeblich die Geständnisse von ihm so bekommen, wie man sie wollte. Die 9-11-Kommission, die die Vorfälle untersuchen wollte, hat dann verlangt, wir würden mit dem Mann gern mal sprechen. Er ist ja schließlich der Kronzeuge, das wurde ihm verwehrt aus Gründen der nationalen Sicherheit. Dann haben sie gesagt, dann würden wir gerne mit denen sprechen, die ihn verhört haben. Die Beamten und Militärangehörigen, die diese, auch die durften nicht aussagen. Bröckers beleuchtet auch die finanzielle Seite. In anderen Fällen wurden amerikanische Untersuchungsausschüsse mit weitreichenden Kompetenzen und sehr viel Geld ausgestattet. Warum nicht bei dieser Tragödie einer ganzen Nation? Monica Lewinsky Clinton, diese Affäre wurde mit 30 Millionen Untersuchungsbudget ausgestattet und der 11. September mit 3. Man hat das dann zaghaft erhöht, hinterher auf 15. Diese Dimension zeigt schon, dass es bei der Ermittlung des 11. September eben genau um eine wirkliche Ermittlung, um eine wahrheitsgemäße und umfassende Darstellung und ein Verantwortlichmachen der Täter und Hintermänner, dass es darum nie ging. Auch 10 Jahre nach den 4 tödlichen Flügen, nach dem Tag, der die Welt, unser Denken, unsere Ängste veränderte, gibt es noch viele offene Fragen. Matthias Bröckers stellt sie. Er beschäftigt sich lang schon mit diesem Reizthema, hat sogar 2 Krimis darüber geschrieben. Ärger, mediale Prügel sind ihm, er ahnt es, auch diesmal gewiss. Ich habe ganz oft gehört von Kollegen auch in der Vergangenheit aus den Medien und aus dem journalistischen Bereich, die sagten, Bröckers, was du da schreibst, ist, glaube ich, doch gar nicht so falsch. Aber ich will damit nichts zu tun haben.
Dabei ist Bröckers Sündenregister der Versäumnisse und Widersprüche bei der Aufklärung des 11. September weder anti-amerikanisch noch verschwörungstheoretisch. Der Autor konstruiert keine Antworten, sondern er besinnt sich einzig auf eine uralte journalistische Tugend. Auf das Handwerk des gelegentlich unbotmäßigen Zweifels.